Ja, also durch meine Eltern, die waren aktive Mitglieder bei der NPD, also bei dieser Partei, bei dieser Nazi-Partei, genau. Dadurch bin ich eingezogen worden und die Täter, die haben auch hauptsächlich aus diesen Kreisen gestammt. Also dann alles, also vorwiegend NPD-Mitglieder. Nicht nur, aber bei mir war das so. Es ist halt schwierig, weil es einfach sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen sind und ich nenne halt einfach mal so ein bisschen was, also an was ich mich erinnern kann, dass ich immer unter Tabletten oder oft unter Tabletten gesetzt worden bin und dass die Taten, dass die an verschiedenen Orten immer stattfanden, also Keller, Scheunen, irgendwelche Hallen. Immer nicht so leicht auszusprechen, aber ich kann mich auch an einen Ritualmord erinnern. Und ein Baby, das 6 Monate alt war und nach, noch an der Nabelschnur hing. Und ich da mit einer Pistole am Kopf dazu gezwungen worden bin, das Baby, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Jedenfalls zu töten. Dann, ja, also ich habe so unterschiedliche Geschichten. Also auf der einen Seite diese Täter, die in Kutten gekleidet waren, in schwarzen. Und auf der anderen Seite gab es auch Täter, wo mein Vater mich sozusagen weitergereicht hat an verschiedene Männer und verkauft hat. Das ist dann, war dann öfters am Hauptbahnhof oder dass sie sich sonst irgendwo verabredet haben und ich dann mit dabei sein musste. Also ich habe so beide Erinnerungen, also auf der einen Seite diese rituelle Gewalt und auf der anderen Seite dieses ja, verkauft werden als Kind an fremde Männer. Dann, ja, das. Ja, es war halt viel mit schwerster körperlicher Gewalt, also mit Folter verbunden. Also ich kann mich auch erinnern, dass man mit Nadeln, Körperöffnungen, also mich gestoßen hat. Ja, Messer, also Tiere. Ich musste meine eigene Katze als Kind mit dem Messer aufschlitzen. Ja. Das ist schwer, das sind einfach ganz, ganz viele, weil es ist ja über 14 Jahre gewesen, es sind einfach ganz, ganz viele Erinnerungen, ganz viele. Ja, und dann war es halt dann so tagsüber, habe ich halt ein ganz normales Leben gelebt, als ganz normale Schülerin, die ganz brav und artig in die Schule gegangen ist und eigentlich immer sehr unauffällig war. Ja, und habe so diese ganze Schullaufbahn ganz normal. Es waren wie so zwei Leben, die dann nebeneinander, die ich nebeneinander leben musste. Und tagsüber war ja ein anderer Anteil da, weil ich habe ja auch diese dissoziative Identitätsstörung. Der Anteil des Kindes tagsüber da war, das wusste überhaupt nicht, was zu den anderen Seiten alles so passiert ist. Und später so nach der Schule hatte ich auch eine Berufsausbildung, habe in einem hochqualifizierten Beruf gearbeitet, hatte auch viele Leitungsstellen, verschiedene Einrichtungen aufgebaut und ja, ich wusste das alles. Es war alles absolut weg, es war nicht im Kopf. So was halt immer schon da war, dass ich immer wieder mal depressiv war und ja auch relativ früh dann, das heißt früh mit 25 eine Therapie begonnen habe. Aber da war das gar kein Thema, sondern das sogenannte ganz normale, schreckliche Kindheit mit körperlicher Gewalt und ja, vernachlässigt werden und so. Das war so im Kopf, aber diese rituelle Gewalt, die erinnerte ich dann viel, viel später, die war komplett weg. Es gibt einfach sehr viele ganz schlimme Erfahrungen. Das ist irgendwie ganz schwer zu sagen. Also alles war irgendwie grauenvoll. Aber was mir so im Kopf ist, und ich muss dazu sagen, ich
kann man jetzt einfach auch so drüber reden. Ich konnte Jahrzehnte ja gar nicht drüber reden, weil ich einfach seit Jahrzehnten in Therapie bin und auch Distherapie und Konfrontationstherapie gemacht habe. Darum kann ich da jetzt so drüber reden. Das war mir vorher überhaupt nicht möglich. Obwohl ich die ganzen Erinnerungen schon gehabt habe oder so. Ich konnte da nicht drüber sprechen. Ja, die schlimmste Erfahrung, das Alter von mir kann ich nicht mehr genau, aber ich glaube, das war, da war ich so 6, das war auf jeden Fall, bevor ich in die Schule gekommen bin, musste ich mit dabei sein, wie ein Kind, irgendwie so meinen Alter, das ein bisschen kleiner, zu Tode gefoltert worden ist und ich gemeinsam mit dem Kind also in einen Sarg gelegt wurde. Und der Sarg wurde zugenagelt und ich musste schweigen. Also ich durfte weder schreien, weinen, mich sonst nicht zur Wehr setzen. Dann hätte ich eine Chance, da wieder rauszukommen aus dem Sarg. Und ja, ich war dann einfach in diesem Sarg gelegen. Seitdem ist auch meine komplette linke Körperseite verspannt, weil das andere Mädchen lag auf der linken Seite. Und ich habe mich ganz, ganz, ganz arg schmal gemacht, damit ich das Mädchen, auch ein Mädchen nicht berühre. Und ich kann mir auch nicht mehr erinnern, wie lange ich da drin war in den Sarg. Irgendwann mal wurde er aufgemacht und da standen halt dann diese Täter da und unter anderem mein Vater, der hat mich dann ganz liebevoll in den Arm genommen und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind dann meinen Vater als Retter empfunden habe. Natürlich jetzt als Erwachsene weiß ich, dass das ja das wäre ja gar nicht in der Situation gewesen und dabei gewesen. Das ist ja gar kein Retter, aber als Kind erlebt man das dann so. Ich war ihm wahnsinnig dankbar und ich glaube, die wollten auch so meine Verbindung zu ihm immer noch dadurch vertiefen. Ja. Das, aber ob das die schrecklichste Erinnerung war, die fällt mir halt jetzt so, so ein. Es gibt einfach sehr viele, sehr schlimme Erinnerungen, ja. Ja, es war halt immer eine massive Bedrohung mit Tod da. Also immer, also dass ich dann, dass er mir das Leben nimmt, dass ich niemals drüber reden darf, das war halt immer da. Natürlich wurde ich auch ganz schwer gefoltert und es wurde mir angedroht, dass das halt dann wiederholt wird. Und ja, also mit 14, also ja, das hat bis zum 14. Lebensjahr gedauert. Also ich weiß ja jetzt auch mittlerweile, dass sowohl mein Bruder als auch meine Schwester Opfer waren. Mein Bruder ist zum Täter geworden. Und mit 14 war so ein Ereignis, da bin ich denen zu gefährlich geworden. Also, das kann ich jetzt nicht weiter ausholen, das würde jetzt länger dauern. Auf jeden Fall wussten die dann, ich bin kein gutes Opfer mehr. Und ich war auch unwichtiger, sagen wir mal, so wie mein Bruder, als mein Bruder in diesem ganzen Gefüge. Und von da an habe ich mich in Ruhe gelassen mit 14. Ja, also. Eine Botschaft ist auf jeden Fall, dass man uns Opfern glaubt. Ich selber kann von mir sagen, ich habe sehr großes Glück gehabt, also seit vielen Jahren, also Jahrzehnten eigentlich mache ich Therapie und hatte immer das Glück, an Menschen zu kommen, die mir glaubten, also auch in dem Traumazentrum, den ich war und konnte dadurch dann ganz viel verarbeiten, aber es ist trotzdem eine lebenslange Geschichte, also es hört nie auf, also es gibt, ja. Ich habe ja auch eine Tochter, die autistisch ist und die hat sich mit 14 mir anvertraut, die ist, nachdem ich dann mit 14 in Ruhe gelassen worden bin, mit 19 Mutter geworden und dann durch meine Eltern eben, ist meine Tochter in den Kult geraten und sie spricht nicht. Und mit 14 hat sie sich dann mir anvertraut, über viele Jahre schriftlich, und dass in mir dann auch die Erinnerungen kommen.
meiner und zur Sicherheit meiner Tochter, die sich auch an dem Projekt hier beteiligt. Also wir haben schon sehr früh alles aufgeschrieben, haben sie hinterlegt beim Notar, beim Anwalt hinterlegt und auch bei ganz vertrauensfähigen Freunden mit Täternamen und den Ereignissen. So haben wir das alles schriftlich niedergelegt. Und sollte mir oder meiner Tochter irgendwas passieren, dann würde das natürlich sofort weitergereicht werden. Dann würde es sofort offen gemacht werden mit Namen und so weiter. Was mir aber wichtig ist, ja, ich habe einen Glauben. Also ich glaube, das hat mich auch gerettet. Also ich glaube an Gott, also eher so dieses spirituelle Christentum, so an die Wiedergeburt, dass man, ja, doch bin ich überzeugt, dass alle Kinder in irgendeiner Form mal bestraft werden in irgendwelchen anderen Leben. Was gut ist am Ganzen, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gespür fürs Böse entwickelt. Und ich bin nicht mehr manipulierbar. Also man kann mich nicht mehr manipulieren, weil diese Gehirnwäsche, das funktioniert bei mir nicht mehr. Ja, und ich danke einfach allen Menschen, die dieses Projekt jetzt hier ermöglichen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, gerade weil jetzt wieder so eine Gegenbewegung da ist.